Der Mountainbike-Weltcup am vergangenen Sonntag im kanadischen Mount St. Anne war für Gerhard Kerschbaumer ein historisches Rennen. Der 26-Jährige aus Verdins wurde nur 21 Sekunden hinter dem Schweizer Gesamtweltcup-Sieger Nino Schurter und 11 Sekunden hinter dem Franzosen Stéphane Tempier ausgezeichneter Dritter. Es war in der Elite-Klasse überhaupt sein erster Podestplatz in einem Weltcuprennen und damit bestätigte Kerschbaumer seine starken Leistungen in dieser Saison und ist nun wieder endgültig in der Weltspitze angekommen. Die letzten zwei Jahre sind wir in der Nebengang. Und ja, heuer an eine neue Mannschaft, in ein Team gewechselt und bin von Anfang an eigentlich locker gestartet. Und ich habe gewusst, dass es trauern. Aber es ist mir in den letzten zwei Jahren, wie gesagt, nicht mehr aufgegangen. Und jetzt, ja, ich Rennen ist allweil besser gegangen und jetzt der dritte Platz. Der Platz ist perfekt. Ja. Kerschbaumer galt immer schon als riesengroßes Talent und er war auch immer sehr erfolgreich. 2009 kürte er sich zum Junioren-Weltmeister. 4 Jahre später gewann er bei den U23 die Goldmedaille. Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London kam er als 21-Jähriger auf dem 13. Rang. Das Jahr darauf unterschrieb er einen gut dotierten Profivertrag beim italienischen Rennstall Bianchi. Aber plötzlich lief beim Eisacktaler überhaupt nichts mehr. Der Erfolgsdruck war zu groß. Fast 3 Jahre lang fuhr Kerschbaumer einer Spitzenplatzierung im Weltcup der Elite hinterher. Ich bin unter 23 Weltmeister geworden und dann bin ich in der Elite als unter 23 mitgefahren und habe einen 5. Platz gemacht. Und danach habe ich logisch noch mehr gewählt. Und dann habe ich mir selber irgendwie einen Druck gemacht. Ich habe die Mannschaft noch dahinter gehabt. Und ja, immer sicherlich zu viel Druck gemacht. Und jetzt habe ich gewechselt heuer und bin von null gestartet. Ich habe auch keine Punkte gehabt. Recht. Und dann mir so schön langsam wieder an die Weltspitze hingekämpft und jetzt der dritte Platz. Das nächste Rennen starte ich noch wieder in der ersten Reihe und das ist super Sache. Zu Beginn der Saison wechselte Kerschbaumer von Bianchi zu Torpado Gabogas, einer Mannschaft aus Rimini. Und schon beim ersten Saisonrennen im April in Nals sorgte er mit dem 5. Platz für Schlagzeilen. Im Juli in Lenzerheide belegte er den 8. Rang, kürte sich dann erstmals zum Medaillenmeister der Elite und gewann mit der italienischen Staffel EM Bronze. Am Sonntag in Kanada schaffte er es im Weltcup endlich aufs Podest. Ein Riesenerfolg, denn vor dieser Saison hatte er auch schon ans Aufhören gedacht. Ja, logisch, die Gedanken sind halt mal wie, wenn man nicht gut ist. Oder wenn ich nicht gut war, dann ja viel nachgedacht, ja, wie lange soll es noch hin und hin her. Aber ich habe gewusst, das ist Trauern. Und dann die letzten zwei Jahre, ich habe gesagt, ich kann sicherlich wieder einmal vor mir fahren. Wenn, weiß ich nicht. Aber das ist Trauern, das weiß ich, weil von früher her, von rund 23 Kategorie, da habe ich die stückweise die gleichen Zeiten gemacht wie die Elite. Und noch ist die Saison nicht vorbei. Vor der Weltmeisterschaft in September in Australien steht in 2 Wochen am Sulzberg, also in der Val di Sole, das Weltcup-Finale an. Für Kerschbaumer fast ein Heimrennen und deshalb besonders wichtig. Ich würde viel lieber in Val di Sole ein gutes Ergebnis machen, weil eben das da in Italien ist und danach in Australien kommt, wie es kommt. Aber in Val di Sole eben da würde ich schon gerne zuschlagen. Und nochmal das sagen, was ich auch jetzt in Sonntag in Kanada gezeigt habe. Wo er im nächsten Jahr fährt, will Kerschbaumer noch nicht verraten. Torpado hat ihm bereits eine Vertragsverlängerung angeboten. Doch er wartet ab, denn sollte er im Saisonfinale noch zuschlagen, dann könnte er wahrscheinlich ein lukrativeres Angebot erhalten. Den Vertrag hätte ich wieder noch nicht unterschrieben. Ein anderes Jahr für der Mannschaft. Sie will eigentlich bis Olympia, dass sie unterschreibt. Aber jetzt warte ich noch wo, weil den Vertrag kann ich auch noch unterschreiben. Kerschbaumer war zu Beginn des Jahres die Nummer 63 der Welt. Heute ist er auf Rang 12 vorgerückt und könnte die Saison sogar unter den Top 10 beenden.